Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 27. Frühling und heute hat Emily Geburtstag. Sie wird also im Verlaufe des Parts ein Geschenk von uns bekommen. Abgesehen davon möchte ich mir mal wieder neue Kleidung schneidern, die 10 Rüben für Mr. Key in Bürgermeister Louis' Kühlschrank legen, den Wegbau auf dem Hof fortsetzen und. Ja, liebe Leute, es gibt mal wieder viel zu tun. Ich freue mich. Los geht's. Guten Morgen, Anni. Heute mal drin. So, was sagt denn der Wahrsager? Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein, okay? Ach, wisst ihr was? Wir könnten eigentlich mal das kleine Modellschiffchen hier auf den Tisch stellen, ne? Oh, das sieht aber schön aus. Das gefällt mir. Hey, ein Brief. Streng geheim. Hier das Rezept für mein berühmtes Blaubeertörtchen. Verrate es niemandem. Ich geb's nur dir, weil wir so gute Freunde sind. Gezeichnet Pierre. Neues Kochrezept Blaubeertörtchen. Oh, das klingt ja super lecker. Dankeschön, Pierre. Oh, noch ein Brief. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt. Gezeichnet Evelyn. Oh, lecker, Kekse. Dankeschön. Ach, Omi. So, erstmal Espresso reinziehen. Können wir denn irgendwas ernten? Okay, Kartoffelchen und Blumenkohl. Ja, also eventuell können wir morgen nochmal ein bisschen was ernten. Könnte sein, dass der Blumenkohl oben links noch wächst. Eventuell kriegen wir auch Erdbeeren. Naja, schauen wir mal. Aber übermorgen ist dann ja auch schon Sommer. So, weg mit dem Kladderadatsch. Die Omnigeode, die können wir eigentlich mal aufbrechen. Oh, alter Schwede, kriegen wir viel Eisen. Ja, Moment, dann schmeiße ich hier auch kurz Erz nach. Ach, und wir könnten uns noch mehr Kohle besorgen. Genau. Ja, das geht ja rucki zucki. So, das Knochenschwert, das kann weg. Mal eben so ein bisschen umsortieren. Dann brauche ich den Boden, den verwitterten. Hartholzzaun, ja, nehme ich jetzt auch mal mit, sicherheitshalber. Ach so, und wir brauchen noch ein Geschenk für Emily. Die freut sich laut Internet unter anderem über Amethysten. Na dann. Guten Morgen, Ishatnaha, Hallöchen. Oh, mit der Weihnachtsmütze. Das schaut so sweet aus. Bin ja richtig verliebt in das Pferd. Ich finde das so niedlich. Oh, schaut mal, Aprikosen. Kirschen. Mal wieder eine fette Ausbeute heute. Was kriegen wir denn Schönes im Gewächshaus? Alter Schwede, so viele Kaffeebohnen. Moi, moi, moi. Mal eben alles einsacken. Ach, wisst ihr was? Ich muss die Rüben auch noch holen. Fällt mir gerade ein. Na, mache ich gleich. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Ach, eine Sache mache ich direkt mal. Das stört mich die ganze Zeit schon. Und zwar dieses Eck hier. Das sieht total blöde aus.
viel schöner als vorher. Okay. Aber das nur so nebenbei. Hier kriegen wir nochmal Kaffeebohnen, ne? Natürlich. Und ohne Ende Kaffee. Also der Kaffee, beziehungsweise der Espresso. Das Zeug hat mein Spielerlebnis massiv verbessert. Durch diese erhöhte Geschwindigkeit macht es echt noch mehr Spaß, das Spiel. Also man schafft auf jeden Fall mehr, jeden Tag. Was ich sehr, sehr nice finde. Jo, weg mit dem Kladderadatsch. Ach, das kommt jetzt auch einfach alles hier rein. Genau. Oh, 10.20 Uhr haben wir schon. Dann geht's noch fix zu den Tieren. Ach, hier vorne wollte ich noch ein bisschen Gras pflanzen. Boah, die Tiere haben alles weggefuttert hier. Das gibt's doch gar nicht. Die haben einen gesunden Appetit. Guten Morgen zusammen. Hallöchen. Hoffe, ihr habt gut geschlafen. Achso, den Stoff, den brauche ich auch. So, bis morgen. Hier platziere ich auch noch ein bisschen Gras, damit das wieder schicker aussieht. Ach, da vorne zu der Ecke müsste ich eigentlich auch mal eben... Moment, das machen wir jetzt mal fix. So, jetzt kommt hier auch mal Gras hin. Damit sich das da ausbreiten kann. So, guten Morgen. Hallöchen zusammen. Ja, hallöchen, hallöchen, hallöchen. Auch hier brauche ich auch mal so eine Autofutteranlage. Wird auch mal langsam Zeit. Ja, das Thema gehen wir vielleicht mal im Sommer an. So, jetzt wollt ihr noch Futter haben wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Damit ihr nicht verhungert. Ja, ist okay. Das gönne ich euch. So, bis morgen. Ja, das Zeug aus den Zapfhähnen, das lasse ich jetzt erstmal hängen. Und den Laich lasse ich jetzt auch an den Teichen. Ich habe jetzt keine Lust, alles einzusammeln. Das können wir ja auch morgen machen. So, was wollte ich noch mitnehmen? Ich wollte noch die Rüben einstecken. Den Stoff. Ach so, ja, und wir brauchen irgendwas für die Kleidung, ne? Wir könnten ja zum Beispiel mal versuchen, ein Kleidungsstück aus der Schatzkiste herzustellen. Wie wär's denn damit? Also ich meine, wir könnten die Schatzkiste auch verticken. Das gibt sicher ordentlich Knete, aber finde ich ein bisschen langweilig. Wir versuchen mal, was daraus zu schneidern. Dann vielleicht noch so eine Entenfeder. Was könnte man denn noch zu Kleidung verarbeiten? Vielleicht so ein Fisch oder sowas? Genau, wie wär's denn mit einer Krabbe? Ein Seeigel. Ach, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen random was mit. So. Na dann, auf in Richtung Dorf. Am besten, wir gehen mal als erstes zu Bürgermeister Louis. Oh, ein neuer Auftrag. Boah, wir haben schon so viele Aufträge. Sebastian braucht Aal. 255 G bei Lieferung. Ach stimmt, ich hätte mal irgendwas mitnehmen können, ne? Ja, wobei, ein Aal habe ich nicht.
Aber diese Sardelle, die hätte ich einstecken können. Ja, ist egal. Gibt jetzt sowieso nicht so eine krasse Belohnung. Hauptsache erstmal alles annehmen. So, Bürgermeister Louis wohnt hier irgendwo. Genau. Hallöchen. Hi, Huxel. Du machst eine Pause? Ja, so ähnlich. So, jetzt einfach die Rüben hier reinstecken. Du legst die Rüben schnell in den Kühlschrank. Warte mal, da ist eine Notiz auf der Milchpackung. Sie ist an dich adressiert. Gut gemacht, Kindchen. Deine letzte Aufgabe, gib dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit. Gezeichnet Mr. Key. Hey, was soll das denn bedeuten? Gib dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit? Gib dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit. Verstehe ich nicht. Du hast im Kühlschrank des Bürgermeisters eine weitere merkwürdige Notiz gefunden. Dieses Mal sind die Anweisungen kryptischer. Gib dem Sanddrachen... Hä? Gib dem Sanddrachen sein letztes Mal. Also ich weiß, dass so ein Drachenskelett in der Wüste liegt. Das wird wahrscheinlich damit gemeint sein. Aber was ist denn sein letztes Mal? Also irgendwas zu essen, aber was denn genau? Sein letztes Mal. Sein letztes Mal, aber es könnte alles sein. Was mag der Drache denn? Vielleicht Knochenstücke? Also letztes Mal, so im Sinne von... Ja, wobei, nee. Ach, egal. Finden wir schon irgendwann raus. So, jetzt geht's aber zu Emily. Ich hoffe, die ist daheim. Hallöchen. Oh, dann können wir auch kurz Haley Hallo sagen. Hallo, Schatz. Gestern habe ich eine Möwe gefunden, die sich mit ihrem Flügel in einem Netz verheddert hatte. Ich habe sie natürlich befreit. Das arme Ding sah so hilflos aus. Oh. Ich weiß wieder nicht, was ich ihr schenken kann. Freut sie sich über Käse? Oh, für mich, danke dir. Glück gehabt. So, jetzt aber erst einmal Happy Birthday. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Oh. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr gut befreundet jetzt, ne? Holy moly, tatsächlich. So, jetzt schneidern wir uns Kleidung, liebe Leute. Hey! So, jetzt aber. Tja, dann packen wir da oben doch mal eine Entenfeder rein. Und was kriegen wir? Oh, so ein T-Shirt anscheinend. Aus der Krabbe kriegen wir auch ein T-Shirt. Sieht ganz witzig aus. Ja, dann nehmen wir mal so einen Gruselfisch. Oh, da gibt es einen Hut. Den hatten wir aber schon. Kommt mir bekannt vor. Ach, man kriegt da immer Hüte von den Fischen, oder was? Oh, sehr schön. Noch ein Oberteil. Wie sieht's denn mit Käse aus? Kennen wir auch noch nicht. Oh, das sieht süß aus. Kann ich aus dem Schatz gar nichts herstellen? Doch. Wieso war das gerade alles ausgegraut? Ach, egal. Ja, nehmen wir mal den Schatz. Oh, da gibt's einen Hut. Oh, nee, so ein kleiner Piratenhut. Nein, ist das sweet. Okay, gute Entscheidung. Wie sieht's denn mit Kaffee aus? Okay, auch ein Oberteil. Was haben wir denn Schönes gekriegt? Ein Matrosenhemd. Oh, das finde ich ja witzig. Ja, steht ihm. Ein Trägertop. Heißt, glaube ich, eher was für Frauen, ne? Okay. Ja, wobei nicht unbedingt. Kann man auch als Mann tragen. Dann haben wir hier... Oh, was stand da? Limettengrün gestreiftes T-Shirt. Finde ich auch ganz sweet. Aber ist mir zu grell, ehrlicherweise. Aber dieser Piratenhut, der ist ja geil. Ein Kapitänshut mit einem schrecklichen Totenkopf auf der Vorderseite. Das gefällt mir schon sehr, sehr. Gut. Übergossenes Hemd, ja, ist auch ganz nice. Könnten wir eigentlich mal anziehen. Oh, und ein kleines T-Shirt mit so einer
Mit so einem Tier drauf. Sieht so ein bisschen aus wie eine Maus oder eine Ratte. So, Captain Huxel ist am Start. Sehr schön, das hat sich gelohnt. Na gut, dann gehen wir mal zurück in Richtung Hof, denn ich möchte ja heute noch den Weg so ein bisschen weiter auslegen. Ach so, dann kann ich auch mal eben den Käse verkaufen und die Mayonnaise. Ach, wisst ihr was? Die Kleidung bringen wir noch kurz in die Kommode. Oh, schön, dass man jetzt hier so eine kleine Sammlung hat. Das gefällt mir wirklich unheimlich gut. Dieser Piratenhut. Oh, wisst ihr was? Den könnten wir auch hier Ishatna Haar aufsetzen. Ja, okay, sieht auch ganz witzig aus. Aber das mit dem... mit der Weihnachtsmütze, das sieht noch besser aus, finde ich. Achso, Moment. Ich will das Ding wieder aufhaben. So, sehr schön. Okay, ja, ich habe die Materialien ja dabei, beziehungsweise die Wegeinheiten. Das kann jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Aber wir haben ja auch noch genug Zeit heute. Wäre ganz schön, wenn wir das heute über die Bühne kriegen würden. Vielleicht haben wir am Ende sogar noch ein bisschen Zeit übrig, dann können wir noch Holz hacken. Ich hatte nämlich unten gesehen, da sind schon wieder Bäume gewachsen. Boah, aber dieser Boden, der sieht schon wirklich ultra, ultra nice aus. So, den lege ich jetzt auch einfach mal hier drüber. Boah, ja, das sieht so schön aus. Mensch, Mensch, Mensch. Der Hof wird schöner und schöner und schöner. Nein! Oh, jetzt habe ich es hier voll kaputt gemacht, oder was? Ah, jetzt ist es wieder richtig. Okay. Nicht so leicht zu treffen. Oh, okay, ich habe gar nicht genug Einheiten von dem Zeug. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wobei, wir machen jetzt erstmal den restlichen Weg hier wirklich kaputt. Damit ich das schon mal weg habe. Das Platzieren ist ja easy. Das geht ja ruckzuck. Ich glaube, das hier ist auch schon die letzte Stelle, ne? Wo noch der Steinboden liegt. Okay, es wird schon zappenduster. So, ja, 19 Einheiten, das reicht definitiv nicht. Okay, Leute, dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Ich meine, immerhin sieht es energietechnisch ganz gut aus. Vielleicht bekommen wir auch noch ein bisschen Hartholz, das wäre auch ganz schön. Oh, tatsächlich, eine Einheit.
ich glaube, rechts war auch noch ein bisschen Holz, beziehungsweise hier waren Bäume. Oh, zwei Stück. Ja, ist okay. Kann sein, dass die anderen hier morgen sogar schon ausgewachsen sind. Sache um 22 Uhr noch Kaffee trinken. Ist auch nicht so super gesund, glaube ich. Aber egal, Pirat Huxel darf das. Captain Huxel darf das. Och, ich hatte ein Haar. Habe ich dich stehen lassen? Wie viel crafte ich denn noch? Moment, wie viele Steineinheiten habe ich denn dabei? Oder Steinbodeneinheiten? 159. Achso, wobei, da kann ich gar nicht richtig rückschließen, wie viel ich noch brauche. Ja, sagen wir mal, keine Ahnung, 65, 70, 80. Sagen wir mal 80. 80 sollte aber wirklich reichen. Glaube ich jedenfalls. Na komm, ich nehme dich wieder mit, mein kleines Pferdchen. So, ja, locker. Ja, wobei, ich brauche ja auch noch Boden für später. Also ich baue den Hof ja auch noch weiter. Deswegen ist das in Ordnung, dass ich noch ein bisschen mehr von dem Bodentyp habe. Aber das sieht wirklich, oh, das sieht so hübsch aus, ne? Ich bin ganz begeistert. Wunder, wunder, wunderschön. So, jetzt sortieren wir den ganzen Kladderadatsch noch ein. Die Fische kommen auch wieder hier rein. Brauche ich die Kekse eigentlich noch für irgendein Gemeinschaftszentrumspaket? Nö. Dann werden die Kekse Minennahrung. Am besten. So, dann kochen wir uns noch Espresso. Oder Espressi. Mehrere. Und dann, liebe Leute, schauen wir nach dem Wetter und dann gehen wir schlafen. So, wie wird's denn morgen? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Na dann, ab ins Bettchen. Das war der 27. Tag im Frühling, Jahr 2. Ja, immerhin 7.500 G haben wir gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Captain Huxel. Ciao.